Aufstellen. Ein Unentschieden 310 für 100 und ein Rapid-Sieg zahlt 150 Schilling für 100 Schilling Einsatz. Kopfballvorlage von Herauf und Stumpf ebenfalls per Kopf mit seinem vierten Saisontor 0:1. Knapp eine Viertelstunde später ist dieses Spiel endgültig entschieden. Eckball Kübauer, Herauf wieder mit dem Kopf und Marasek sorgt anschließend für das 2:0. Steyr damit auch nach 5 Runden Sieg und punktelos, Rapid mit 4 Siegen in Folge Tabellenführer, die Begeisterung nach Spielende ist grenzenlos, die Verwunderung auch bei den abgebrühten Reportern ist ebenso groß. 5 Leute haben mir ein Interview zugesagt, niemand ist gekommen. Die Ordner, hier wird der Zaun aufgemacht, natürlich stürmen die Rapid-Fans herein und Interviews sind leider dann nicht mehr möglich. Aber alles ist möglich, auch Interviews in Steyr, es dauert halt seine Zeit. Bitte! Herr Dokubil, versprechen Sie der großen Rapid-Familie einen goldenen Herbst? Ja, das kann ich nicht versprechen. Herr Dokubil, versprechen Sie der großen Rapid-Familie einen goldenen Herbst? Ja, das kann ich nicht versprechen. Ich kann Ihnen nur versprechen, dass wir uns bemühen werden. So schwer kann ein Reporterleben sein. Und ich bitte Sie um Entschuldigung dafür, dass wir den Peter Elstner so spät erst zu Wort kommen haben lassen. Wir konzentrieren uns jetzt voll auf die Meisterschaft. So lautete der einhellige Tenor der Salzburger nach dem verlorenen Spiel gegen Steaua Bukarest.